Hallo und willkommen zu einer weiteren Episode von Living Legends 2 und der Frage, was ich hier noch zu tun habe. Und wo hat sie den Stein auf einmal her? Okay, wir klauen einem Vogel sein Nest. Nicht die feine Art. Aber in solchen Spielen tut man alles, um voranzukommen. Egal wie rücksichtslos es ist. Blub. Okay. Drei Blätter gegessen. Bling. Und schon ist er normal. Okay, und was wollt ihr jetzt von mir? Ob man den Skeletten... Ich habe keine Ahnung, was sie von mir wollen. Ach, geben wir denen einfach den Rubin. Ah. Sowas also wieder. Wo man ein paar Muster zusammensetzen darf. Und ja, die Krone und tada. Was ist hier noch falsch? Ja, das ist falsch. Jetzt kommt der Kamm. Denn wir wollen ja schließlich nicht alles über denselben Kamm scheren. Ah, die schon wieder. Hi. Ja, das war die schönste. Aber jetzt muss ihre Schwester ran, weil die nicht nur schön aussieht, sondern auch noch... So, und jetzt genießt euer Leben. Eure Mama kommt gleich. Wie auch immer. Den Hut geht's gut, mir aber nicht. Eine Sackgasse. Natürlich benötigst du eine Labyrinthkarte. Und wisst ihr, was wir noch benötigen? Ein Hut für unsere Show. Vogelscheuche oder Schogelfeuche. Pling. Die Kreatur hat etwas fallen gelassen. Eine Gnomenfigur. Ist das Ding jetzt komplett? Ja, ist sie. Ah, eine Eisblume. Wir sind wie Eisblumen. Wir blühen in der Nacht. Wie das einfach ohne Halterung festhält. Haha. Ich sagte haha. Die macht sich lustig über mich. Ja, nur Rinder. Junge, Junge, was fehlt dir denn schon wieder? Alles. Pling. Sehr gut. Ein Kristall, Schwarzpulver und anderes Zeug. Wir mopsen jedenfalls alles. Ja, welche Zutaten? Eisblume? Na, dann eben nicht. Die Kamera ist hier. Der Mörtel. Ja. Daneben nicht. Ist doch mal wieder alles. Wird hier nicht geputzt. Ein Messer. Besser mit Messer, wie ich schon mal gesagt habe. Und ja, was haben wir hier? Musik. Da. Oder auch Noten genannt.
Und dann des Mathematikern bester Freund, der Zirkel. Da ist er doch. Und die Schleife, die mich an irgendwas erinnern soll. Gescheit zu suchen. Daran erinnert sie mich. Armschutz. Ein Vogelschädel? Eine Fahrradhupe? Da ist sie. Und irgendwo da muss doch eine Schachfigur verbuddelt sein. Und ich frage mich... was dürfen wir am Ende behalten? Wahrscheinlich etwas, das möglichst unrealistisch rüberkommt. Armschutz. Ah ja, jetzt weiß ich es wieder. Der eine Gnom hatte das. So. Zufrieden? Zufrieden jauchzet groß und klein. Hier bin ich Gnom, hier darf ich sein. Und was wollt ihr jetzt von mir? Ich habe keine Ahnung, was sie von mir wollen. Ein Blatt. Okay. Jetzt zufrieden? Nein! Muss ich jetzt das Blatt zermatschen oder was? Das wollt ihr nicht? Das wollt ihr auch nicht. Also? Also Spiel, was ist dein Begehr? Ja, was auf jeden Fall fehlt, ist alles. Ja. Also. Flutsch. Bind. Aufstell. Zweige. Auch das noch. Etwas, womit ich nun gar nichts anfangen kann. Aber das Spiel wird mir ja schon sagen, was ich brauche. Aha. Aha. Okay. Dass das so schnell geht, hätte ich nicht gedacht. Auf jeden Fall weiß ich das. Ah, da ist noch so ein Schädel. Und damit wollen wir uns doch gleich zur Chimärenschlucht stürzen. Und gut, einer fehlt noch und... Ja, einer geht noch rein. Die Bären fehlen noch und... Ja. Aber das bringt mir nichts, weil ich muss noch etwas anderes erledigen. Und wie kommt die hier runter? Okay. Dann erzählt mir, was wollt ihr jetzt von mir? Ja, sehr witzig. Ja, das wollt ihr von mir. Na schön. Wollen wir euch den Gefallen tun? Aha, das königliche Bügeleisen. Malachit. Das ist ein Malachit. Und ja, den Teller habe ich schon gesehen und ich hoffe mal, ich kann das behalten. Ich dachte, das wäre ein Teil des Schildes. Puh. Na, sowas aber auch.
Manchmal glaube ich, das wird mit Absicht reingebaut, damit man möglichst lang dran zu rätseln hat. Kann ich auch verstehen. Man soll ja schließlich nicht durch das Spiel rushen, sondern es genießen. Beziehungsweise rätseln. Durchrätseln. Und der... Da ist er. Hörbesen, Muschel und Ratte. Da hab ich dich, du Ratte. Und die Muschel habe ich doch schon gesehen. Sagt er es und findet sie es jetzt. Und die berühmte letzte Sache, die ich nicht finde, ist der Rührbesen. Und weil ich keine Lust habe, Zeit zu verlieren, tada. Da ist er. Hätte auch eine Keule sein können. Ist es aber nicht. Jetzt ab in den Schädelbrunnen. Chimärenbrunnen. Selbst das wird als kleines Rätsel gemacht. Na dann, beiß dich fest. Ja, und wo soll ich jetzt das Rad herzaubern? Keine Ahnung, was die jetzt von mir wollen. Heiß auch noch. Heißes Wasser. Schon wieder? Sehr, sehr einfallsreich. Das muss euch lassen. Wobei eigentlich nicht. Jetzt mal ernsthaft, was soll das? Wir haben das Gewimmel doch gerade erst gemacht. Die Wege des Spiels sind unergründlich. Ich habe mir doch irgendwie gedacht, dass wir das aufsammeln müssen. Und ich wette, dieses Feuerzeug werden wir behalten. Die Note ist da. Und die Zuckerstange ist... Moment, die habe ich doch auch schon gesehen. Schwalbe. Wieso? Wieso habe ich gerade Schwabe gelesen? Fragt mich nicht. Manchmal liest man halt die komischsten Sachen. Feuerzeug. Fein. Aha. Kamerakristall. Na fein. Da fragt man sich ernsthaft, wer hat hier gewütet? War das der Zauberbruder? Der alles und jeden hier kalt gemacht hat? Ja, haha, ich lach später. Okay. Und was sollen wir jetzt hier? Ah. Gluckadigluck. Aha, hier waren wir ja schon. In Teil 1. Rote Rose. Bärenbär. Und ja. Diesen Raum, den brauche ich nicht mehr. Abgeschlossen. Ja, das ist mir schon klar. Hier ist doch alles verschlossen. Und selbst wenn es solche Fackeln sind. Ah ja, ein offensichtliches Feuersymbol. Zacke und Raufe. Kohle. Und so wie die aussieht, glüht die noch. Wir haben halt übernatürliche Hände. Wir können selbst glühende Kohlen aufnehmen. Hier ist ein Bär. Und der Bär ist schwer.
Und jetzt werden wir erst einmal die... Oh. Na schön. Ja, ja, ja. Machen wir erstmal das Gewimmel und dann ist Schluss für heute. Denn das geht mir auf die Glocke. Hm. Nehmen wir halt die Kneifzange und das M. Das Pferd. Und... Ah, das war das Horn. Und das war das, womit viele alte Leute auf Jugendliche zukommen und sagen, runter von meinem Rasen. Schuh? Ah, nur einer. Gefieder. Nimm sag das und den Baleistift. Kakerlake. Ich traue mich gar nicht, die Viecher überhaupt anzusehen. Geschweige denn anzufassen. Na, wo ist das Ding? Oh. Das klingt sogar noch gemeiner als Schabe. Okay, jetzt aber genug, ja? Oder? Noch irgendwas. Ah ja. Oder nicht? Was wollt ihr denn jetzt von mir? Was brauchen wir für diese lumpige Kamera? Den Kristall. Und was wollt ihr jetzt von mir? Ja, wie soll das klicken? Aber wie? Wie? Okay, ist jetzt gut? Gut. Na dann, schnappt ihr die Pilze. Und was machen wir damit? Werden wir sie jetzt da drin verkleinern oder was? Glühendes Zauberpulver. Wenn man das schnupft, kriegt man da Nachtvision. Aha. Geladene Fotoplatten. Dann wollen wir doch mal flugszuck zurück ins Schloss. Aber jetzt erstmal. Dann werde ich auf jeden Fall jetzt sofort in die Endszene zurückgehen. Denn wir waren ja viel zu lang dabei wieder mal. Na dann, das soll es an dieser Stelle erst einmal gewesen sein. Hat dir das Video gefallen, würde ich mich über ein Like freuen. Bei Vorschlägen, Tipps, Ideen sowie konstruktiver Kritik steht dir die Kommentarsektion offen. Außerdem würde ich mich über ein Abo freuen. Bei aktivierter Glocke verpasst du keins meiner Videos. Und nun, bis dahin und auf Wiedersehen.